Eine neue Folge Auslands-TV. Heute Amerika. Hallo liebes Auslands-TV-Team. Ich will im Sommer nach Amerika. 5 Städte stehen für mich zur Auswahl. Könnt ihr mir Tipps geben? Ich dachte an das sonnige Miami. Ach, Florida, der Sunshine State. Ein wunderbares Reiseziel. Es sei denn, man will ein Ständchen auf öffentlichen Plätzen singen, wenn man nur Badebekleidung trägt. Das ist nämlich verboten. Aber in New York gibt es solche kuriosen Regeln nicht, oder? New York steht für Freiheit in jeder Hinsicht. Ihre Bürger sehen das jedoch manchmal anders. Zum Beispiel, wenn sie eine Genehmigung dafür erwerben müssen, ihre Wäsche aufhängen zu dürfen. Oh, und was ist mit Chicago? Chicago, die windige Stadt. Gleich in 2 Aspekten. Wusstest du, dass es in Chicago verboten ist, Hunden Whisky zu geben? Nein, aber in Houston, Texas gibt es doch keine unsinnigen Regeln zum Alkoholverzehr. Houston ist bekannt für seine unsinnigen Gesetze über Alkohol. Es ist beispielsweise verboten, am Sonntag nach Mitternacht Bier zu verkaufen. Am Montag ist es jedoch erlaubt. In San Francisco ist man doch für alles offen? Im Prinzip schon, nur wenn man kein Elefant ist. Denn Elefanten dürfen eine Hauptstraße nur dann für einen Spaziergang benutzen, wenn sie angeleint sind. Wir hoffen, dass wir dir mit diesen Infos weiterhelfen konnten. Das habt ihr. Ich habe mich entschlossen, noch einmal ins Reisebüro zu gehen. Bis zum nächsten Mal bei Auslands-TV. Dann mit Australien.